diesem Video beschäftigen wir uns schon mit Potenzen, die rationale Exponenten haben. Und dazu müssen wir mal wissen, was rationale Zahlen überhaupt sind. Rationale Zahlen sind alle, die als Bruch zweier ganzer Zahlen dargestellt werden können und wo der Nenner, also bei uns ist das jetzt b, ungleich 0 ist. Bevor wir aber zu den Potenzen mit rationalen Exponenten kommen, möchte ich kurz das letzte Video mit euch gemeinsam wiederholen. Und dazu schauen wir uns diese Grafik hier an. Im letzten Video haben wir uns ja mit der Potenzfunktion f von x gleich x hoch 3 beschäftigt und haben die Umkehrfunktion davon gesucht, nämlich g von x gleich die dritte Wurzel aus x. Und das war ja dann eine Wurzelfunktion. Die Umkehrfunktion einer Funktion erhalten wir ja durch Spiegelung über die erste Mediane. Das heißt, wenn wir den Graphen einer Funktion über die erste Mediane spiegeln, dann erhalten wir den Graphen der Umkehrfunktion. Kommen wir nun zu den Potenzen mit rationalen Exponenten. Wir wollen uns also jetzt mit Potenzen beschäftigen, die folgenden Ausdruck haben, nämlich a hoch m dividiert durch n, und wollen eben das Rechnen mit Potenzen auf die rationalen Zahlen, also auf rationale Exponenten, erweitern. Dazu beschäftigen wir uns eben mit solchen Zahlen, 9 hoch 3 halbe zum Beispiel. Das ist ja eine Potenz, wo der Exponent rational ist, denn 3 halbe ist eine rationale Zahl. Und das Spannende ist jetzt, die beiden positiven Zahlen, 9 hoch 3 halbe sowie die Quadratwurzel von 9 hoch 3 sind beide, wenn man sie mit sich selbst multiplizieren, 9 hoch 3. Und das wollen wir uns jetzt kurz gemeinsam ansehen, da eben 9 hoch 3 halbe in Klammer zum Quadrat, also mit sich selbst multipliziert. Dann dürfen wir die Exponenten multiplizieren, also 3 halbe mal 2, und wir erhalten 9 hoch 3. Dasselbe machen wir jetzt bei der Quadratwurzel von 9 hoch 3 in Klammer zum Quadrat. Und hier haben wir dann die Quadratwurzel von 9 hoch 3 mal der Quadratwurzel von 9 hoch 3. Und das ist dann natürlich wieder 9 hoch 3, da ja die Quadratwurzel von 9 hoch 3 jede Zahl ist, die mit sich selbst multipliziert genau 9 hoch 3 ergibt. Und wenn wir sie jetzt mit sich selbst nochmal multiplizieren, dann erhalten wir logischerweise 9 hoch 3. Somit sind die beiden Zahlen gleich. Und wir wollen uns jetzt das Ganze anhand eines Beispiels nochmal ansehen. Und wir wollen jetzt eben überprüfen, ob die folgenden beiden Zahlen gleich sind. Drück dazu am besten jetzt auf Pause. Sehen wir es uns gemeinsam an. Also 16 hoch 4 Drittel in Klammer hoch 3. Da dürfen wir wieder die Exponenten miteinander multiplizieren und wir erhalten 16 hoch 4. Und bei der dritten Wurzel aus 16 hoch 4 in Klammer hoch 3 erhalten wir dann die dritte Wurzel von 16 hoch 4 mal der dritten Wurzel von 16 hoch 4 und so weiter. Und die dritte Wurzel von 16 hoch 4 ist jetzt eben genau jene Zahl, die dreifach mit sich selbst multipliziert 16 hoch 4 ergibt. Somit ergibt sie genau 16 hoch 4. Die beiden Zahlen sind also gleich und wir können aufschreiben, 16 hoch 4 Drittel ist dasselbe wie die dritte Wurzel aus 16 hoch 4. Ich habe euch farblich markiert, dass der Vierer im Zähler dasselbe ist wie 16 hochgenommen wird und der Dreier im Nenner des Exponenten dasselbe ist wie die dritte Wurzel.
In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir das erste Mal mit rationalen Exponenten rechnen und haben gesehen, dass unsere bisherigen Rechenregeln auch hier anwendbar sind. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.